Herzlich willkommen auf meinem Kanal Heikes Welt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch neue Ideen sucht und bestimmt auch finden werdet. Ich möchte euch ja ganz viele verschiedene Stilrichtungen von Adventsgestecken zeigen. Heute möchte ich euch mal was ganz Angesagtes zeigen. Und zwar möchte ich gerne mit euch diese Strippenknäule oder Schnurknäule verwenden. Und da werden wir dann, die sind so noch nicht fertig, die sind so gekauft, kostet das Stück 1 Euro. Und da werden wir dann entweder für Stabkerzen was reinpacken oder aber auch für Stumpenkerzen. Das müssen wir dann nochmal überlegen oder wir können vielleicht auch verschiedene Sachen draus machen. Aber damit, die sind schon ziemlich stabil, damit sie aber wirklich richtig dolle, hart werden, müssen wir sie vorher erstmal ein bisschen einpinseln. Und da habe ich hier Art Potsch, das ist Leim und Lack in einem. Ja, damit werden wir sie jetzt erstmal härten sozusagen. Und ich habe mir hier eine Decke untergelegt, eine alte, aber ich werde mir dafür jetzt hier nochmal eine kleine Pappe hinlegen. Ja, und das ist erstmal ein bisschen weiß, aber das Weiße sieht man nachher nicht mehr. Das verschwindet und wird durchsichtig. Also, da haben wir jetzt erstmal zu tun. Kurz. Aber ich finde diese Idee super gut. Ja, es ist angesagt und auch vielleicht mal ein bisschen was anderes, was nicht jeder hat. Wenn ihr daran Interesse habt, was Besonderes zu machen, seid ihr hier auf dem Kanal genau richtig. Ja, dieser Lack und Leim, das kennen vielleicht einige noch von früher, von der Serviettentechnik. Ich habe das nie gemacht, aber da hat man das wohl auch genommen, wurde mir gesagt. Dadurch, dass es jetzt eben noch weiß ist, sieht man auch ganz gut, wo man es schon verwendet hat. Geben wir das einfach da so rauf. So, ich denke, das müsste jetzt reichen. So seht ihr das vielleicht ganz gut. Und ich lege es mal hier vorne hin. Lassen wir es da mal durchhärten. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich mit 4 Stück machen. Aber ich mache das jetzt einfach mal und dann treffen wir uns wieder, wenn das verhärtet ist. Und dann machen wir daraus ein wunderschönes Adventsgesteck. Bis später. Ja, nun sind unsere Schnurknäule durchgehärtet. Also ich zeige euch, so stabil sind die jetzt hier. Und ich habe ja versprochen, dass wir jetzt noch eine schöne Deko daraus machen. Und ich habe jetzt hier mal ein rundes Tablett zur Abwechslung. Und als erstes packen wir mal die 4 Knäuel. Also ich denke, so könnt ihr es gut sehen. Packen wir mal so hier hinten hin. Und dann kommen natürlich hier die Kerzenhalter rein. Und ich habe mich jetzt mal für stumpfen Kerzen entschieden. Und da habe ich hier weiße. Ja, so haben wir jetzt hier mal. Die müssen wir, die steht noch nicht ganz gerade. Ja. So haben wir jetzt mal hier die weißen Stumpenkerzen drauf. Und dann können wir hier vorne jetzt ganz viel unterschiedliche Deko machen. Dann habe ich hier so weiße Nüsse. Die finde ich, die sehen auch sehr natürlich aus. Und es ist, wir machen das heute mal alles ein bisschen in matt. Das finde ich, passt dann sehr gut zusammen. Es passen natürlich auch ganz wunderbar so bräunliche Kienäpfel damit rein. Was ich auch immer finde, was in die Weihnachtsdeko super gut reinpasst, diese Eukalyptusknospen. Also die könnte man dann hier tatsächlich wirklich noch einfach da so mit reinstecken, weil die duften dann auch immer noch so schön. Ne? Das geht. Dann haben wir natürlich, wer es so ein bisschen waldmäßig möchte, hier einfach auch noch so einen Hirsch mit reinstellen. Und hier habe ich noch ein Elch. So hätten wir die beiden Tiere hier mit drin. Und das kann es schon sein. Also zeige es euch jetzt hier mal von nahem. Das wäre eine ein bisschen waldmäßige Deko. Ich habe hier auch noch so Sternanis ist es. Das kann man natürlich jetzt hier drauf noch verteilen. Man kann das aber auch noch ganz schön hier außen rumlegen. Dann sieht man das ein bisschen besser. Und das duftet auch noch mal sehr weihnachtlich immer. Ja, das wäre die erste Deko mit unseren Strippenknäulen, wobei man die jetzt gar nicht mehr so dolle sieht. Und deshalb machen wir jetzt noch eine
zweite, wo die ein bisschen besser zur Geltung kommen. Ich will euch ja auch immer an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Also ich habe jetzt gerade gedacht, wir können das hier auch mal mit so einem schönen Fell machen. Aber das ist zu kippelig und da stehen, obwohl die so breit sind, stehen die da nicht richtig gut. Und das ist ja jetzt auch nicht ungefährlich. Also wir haben ja den Adventskranz jetzt nicht immer im Blick. Und wenn es denn mal umkippt und hier auf so ein Fell fällt, dann brennt die ganze Bude ab. Also das wollen wir ja nicht. Ja, und für die nächste Variante habe ich jetzt hier mal so ein längliches, ein bisschen weißes, shabby-mäßiges Tablett. Ich habe das in einem vorherigen Video schon mal gezeigt. Da sind hier so olle Flecken drauf. Das ist von Kerzen, weil die ja doch manchmal ein bisschen fettig sind. Natürlich kann man da jetzt auch wieder hier diese Mischung von diesen weißen Nüssen sozusagen und die Kienäpfel hier drauf machen. Ihr könnt aber auch weiße Bohnen nehmen. Also je nachdem, was ihr so habt. Weißen Bohnen habe ich euch ja schon mal ein Video gezeigt, als wir die Glaskerzenständer, als ich die euch dekoriert habe, ganz in weiß. Und da hatten wir weiße Bohnen unten drunter. Also von daher, aber ich denke, jetzt ist es hier so, sind wir ja weihnachtlich unterwegs. Ja, und das braun-weiße, diese weißeren Nüsse und die ganz normalen braunen Kienäpfel, ich finde, das passt halt auch super gut zu diesen weiß-braunen Kerzen. Deshalb war das so meine Idee. Das ist immer so ein bisschen farblich auch aufeinander abgestimmt, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja, jetzt haben wir hier wieder die weiß-braune Bodenbedeckung. Man kann natürlich auch Moos nehmen oder auch Tanne. Das ist ja alles ganz individuell machbar. Ich habe jetzt hier noch so ein paar kleine Bastkügelchen. Die finde ich passen da auch noch mal ganz super schön dazu. Auch in weiß, ja, in beige und in braun. Auch noch mal ein bisschen größer. Die können wir dann noch mal hier auch, wo auch immer ihr die verteilt. Das ist ja ganz individuell. So sieht's aus. Und das ist mal eine ganz natürliche Deko und dauert eigentlich auch nicht lange. Also die Vorbereitung natürlich mit den Knäueln nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber danach, denn hier dieses ganz natürliche Waldtablett, sage ich jetzt mal, da packen wir einfach nur alles rauf. Wer möchte, kann natürlich hier auch nochmal irgendein Tier mit draufstellen, was hier so ein bisschen durchguckt. Das wollte ich euch heute mal zeigen. Wie gesagt, habe es ja schon mal gesagt, ich möchte euch ja Adventsdekorationen in völlig unterschiedlichen Stilrichtungen zeigen. Und das ist jetzt mal die rustikale, natürliche Adventsdeko mit den Strippenknäueln und dann hier einfach nur Kienäpfel und diese weißen Nüsschen daran und ja, so ein paar Bastbälle. Fertig ist. Ja, und jetzt zeige ich es euch natürlich wie immer noch mal von nah. Hier sind diese schönen Strippenkerzenhalter sozusagen. Ja, so sieht es hier aus. Auch noch mal von oben. Ja, wer eine ganz natürliche Deko haben will, der ist mit der genau richtig. Ich bin gespannt, wie euch das jetzt gefällt. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber für die neuen Zuschauer, es ist so, dass ich normalerweise jeden Samstag um 8 Uhr ein neues Video hochlade. Und ich möchte euch viel mehr Ideen zeigen und deshalb kann es jetzt gut sein, dass ich in der Adventszeit eben auch zu ganz anderen Zeiten ein Video hochlade. Ja, und da ist einfach der Tipp an euch, damit ihr da auf der sicheren Seite seid und die Ideen eben auch alle möglichst schnell zu sehen bekommt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich freue mich darüber, natürlich. Und dann sehen wir uns hier bald wieder, egal zu welcher Zeit und bei welchem Video. Tschüss, bis dann!